Tatort, Bavaria Filmstudios, 25. Oktober 2013. Hier wird in weniger als 120 Minuten der neue Millionär feststehen. Denn auf dem Programm steht eine neue Ausgabe der Millionenshow zum Tag des Glücks. Folgende Zutaten dafür werden benötigt: mit Spannung geladene Spielrunden, lustige Prominente mit furchtbar langen Namen. Hier ist Jorge Alexis González Madrigal Varona Villa. Und das Wichtigste, 20 glücklich auserwählte Kandidaten. Ich glaube, dass am Tag vor der Show extrem viel durch die Köpfe geht. Ne? Was kann ich machen mit dem Geld? Oh Gott, wenn ich gewinnen sollte, ich will da gar nicht dran denken. Und das ist ja auch verständlich. Ich meine, das ist eine Wahnsinnssumme, die das Leben verändert. Vier prominente Glückspaten werden den Kandidaten zur Seite gestellt, um der 1 Million Euro näher zu kommen. In lustigen Spielrunden geben sie ihr Bestes. Denn auch für die Promis geht es dabei um Geld. Je mehr sie sich bei ihren Aufgaben ins Zeug legen, desto mehr erspielen sie letztlich für einen guten Zweck und machen somit viele andere Menschen glücklich. Apropos glücklich, was brauchen Sie denn selbst, um dieses Gefühl überhaupt spüren zu können? Mir geht es immer gut, wenn es anderen, meiner Familie, also engen Freunden und engen Familienmitgliedern, wenn es denen gut geht, dann geht es mir auch gut. Wie eine Dame auch gesagt hat, dass man sich da kratzen kann, wo es juckt, fand ich sehr schön. Und einfach wirklich dankbar sein für das, was einem gegeben wird. Ich bin sehr dankbar dafür, was ich mache und ja, zum Beispiel, dass ich heute hier bin und den Leuten helfen kann. Und das haben die Promis getan, denn durch ihren Einsatz wird am Ende einer jeden Spielrunde eine Ziffer ermittelt. Zusammengesetzt ergeben diese eine Zahlenkombination. Derjenige Kandidat, dessen Losnummer dem erspielten siebenstelligen Code am nächsten liegt, ist Millionär. Und genau dieser Moment ist nun gekommen. Nach knapp 2 aufregenden Stunden steht fest, der neue Millionär heißt Herr Valavanis! Georgios Valavanis. Der gebürtige Grieche lebt seit rund 40 Jahren in Stuttgart und baut dort fleißig die bekannten Autos mit dem Stern. Nun ist er um 1 Million Euro reicher. Da habe ich mich richtig gefreut dann. Aber konnte ich halt nicht richtig glauben, dass ich Millionär bin. Das Motto für den 51-jährigen Griechen bisher: Schaffe, schaffe, Häusle baue. Doch mit dem Millionengewinn soll der schwäbische Traum vom Eigenheim nun wahr werden. Auch seine beiden Kinder sollen profitieren und eine eigene Wohnung bekommen. Da die meisten frisch gekürten Millionäre zuallererst hoffnungslos mit ihrem neuen Reichtum überfordert sind, werden sie von Anfang an unterstützt. Tipps, wie man mit Bettelbriefen umgeht, wie man sinnvollerweise mit der Geldanlage sich rantasten kann, möglichst lang und gut überlegen, was man damit macht. Der 25. Oktober 2013. Für Georgios Valavanis aus Stuttgart war es sein persönlicher Tag des Glücks.